So, endlich ein bisschen Freizeit und für mich geht's jetzt ab in die Christmas World. Ich bin schon mega gespannt. Ich nehme euch gleich mit. Ja, endlich Freizeit. Ich bin jetzt also in Liseberg in der Christmas World und ich freue mich mega drauf. Wenn ihr es vielleicht seht, ich habe auch keine Mütze auf, also es ist überraschend warm, circa 5 Grad oder 7, ich weiß es nicht. Relativ ungewöhnlich und ja, da hinten, da seht ihr es, da liegt zwar Schnee, aber es ist Kunstschnee meiner Meinung nach, denn ja, von Schnee ist hier nichts zu sehen, aber es wird bestimmt trotzdem klasse. Ich freue mich drauf und jetzt nehme ich euch ein bisschen mit. Viel Spaß! Hi, also ich habe mir jetzt doch die Mütze angezogen, weil ich finde, dass das irgendwie winterlicher und weihnachtlicher aussieht und ihr seht ja schon, es ist wirklich herrlich. Ich bin jetzt erst am Eingangsbereich. Aber ich bin wirklich gespannt, was hier auf mich zukommt und ja, hier sind auch schon ganz viele lachende Kinder, Familien. 15 Uhr, es hat gerade aufgemacht. Ihr seht vielleicht hier hinter mir genau das Hotel, in dem ich übernachte. Das ist das Gothia Towers und ja, seid gespannt. Wir machen es uns schön. Also ich muss sagen, es ist wirklich wunderschön hier. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber im Hintergrund läuft wirklich dezente Weihnachtsmusik. Es ist eine ganz tolle Stimmung. Ich hebe euch mal ein bisschen hoch. Es sieht halt aus wie eine winterliche Stadt hier und es duftet auch überall nach Zimt, nach gebrannten Mandeln, nach heißer Schokolade. Also es ist wirklich herrlich und ja, eigentlich komme ich gar nicht zum Laufen, weil ich nur staune und ja, freut euch auf das, was noch kommt. Natürlich auch nicht fehlen darf, sind Süßwaren und Bonbons. Und vielleicht kennt ihr es ja noch von Astrid Lindgren oder von Pippi Langstrumpf. Ich glaube, da war es ja so, dass die Kinder in Schweden ja nur samstags eben so viel Süßigkeiten essen durften, wie sie möchten. Und ja, ob das wirklich so ist, das kann ich nicht sagen. Aber der Laden, der hat hier auch mega Charme. Und ja, was zeige ich euch denn jetzt hier? Ich weiß nicht, ob ihr mich gut hören könnt, ob ihr es hinter mir seht. Hier ist ein wunderschönes Lagerfeuer. Ich habe mich da gerade rangestellt und es ist so wunderschön warm. Also ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Ja, ich würde sagen, ich wünsche mir jetzt mal was und ich hoffe auch, dass all eure Wünsche für Weihnachten, fürs neue Jahr in Erfüllung gehen und ja, lasst euch einfach hier ein bisschen von der Atmosphäre mitziehen.